Ich stehe hier und soll ein Statement abgeben. Das will ich auch tun. Und ich glaube, dass das, was im Moment über unsere Welt hereinbricht, also so ungefähr alles an Ressourcen und Menschlichkeit erfordert, die wir zur Verfügung haben. Ich meine, ich bin jetzt gefühlte 35 Jahre jung und in meinem Pass steht 68, was für mich keine besonders große Rolle spielt. Denn in dieser Zeit kann ich mich daran erinnern, wie ich Begegnungen mit fremden Menschen hatte, die mich mit Furcht erfüllten. Und erst im Umgang mit diesen Menschen, wie ich zum Beispiel eingeladen worden bin zu einem Tee oder zum Abendessen, ich erinnere mich noch an die Gesichter, an die finsteren Gesichter der Araber, die dann, wenn man mit diesen Menschen spricht, zu leuchten beginnen und ich beschämt feststellen musste, ich habe mich geirrt. Die Berührung mit dem Fremden, glaube ich zutiefst, ist die Lösung dieser Spannung von dem und vor dem, wovor wir uns fürchten. Und ich glaube, dass jeder Österreicher oder jede Österreicherin herausgefordert ist, sich in diesen Prozess des Kennenlernens einlassen. Und ich bin gegen Fremdenhass und gegen Rassismus.